Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, und wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern, der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen. Wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern. Peter Weinstock kann sich gut an diese Rede erinnern. Er ist Sozialberater im Arbeitslosenzentrum in Moers und weiß noch genau, was ihm bei Schröders Worten durch den Kopf ging. Wie kann er nur? Was macht die Sozialdemokratie? Also genau die Institution, die für eine gewisse Gerechtigkeit gesorgt hat, warum kommt die auf die Idee, so etwas durchzuziehen? So wie er denken viele. Kaum ist die Agenda verkündet, hagelt es Protest. Aufgerufen von den Gewerkschaften gehen in vielen Städten Menschen auf die Straße. Vor allem, dass die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes verkürzt und die Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe zusammengelegt werden soll, empört sie. Die versuchen, die Arbeiter zu bestrafen, und die Unternehmer ziehen sich die Gewinne rein. Das ist nicht in Ordnung. Doch auch in der eigenen Partei fühlen sich viele überfahren. Die Basis in den Ortsvereinen fürchtet den Ausverkauf sozialdemokratischer Werte. Und eine Gruppe Parteilinker in Berlin probt den Aufstand. Mit dabei der damals erst 30-jährige Florian Pronold. Die Fraktionsspitze, so seine Kritik, habe die Partei bei der Erarbeitung der Agenda nicht einbezogen. Erst einmal sind wir angetreten auf Basis eines Wahlprogramms, auf der Basis von Beschlüssen. Und ich finde, das gehört in einer demokratischen Partei, wenn wir alle über Beteiligung reden, kann man ja nicht irgendwo in einem Küchenkabinett etwas sich überlegen und dann allen servieren und sagen, Vogel friss oder stirb. Also ich finde, zumindest mit meinem Demokratieverständnis, passt das nicht zusammen. Die Gruppe sammelt Unterschriften für ein Mitgliederbegehren gegen die Reformpläne, doch es sind am Ende doch nicht genug. Auf dem Parteitag im Sommer gibt es eine klare Mehrheit für Schröders Agenda. Kurz darauf stimmt auch der Bundestag zu. Die Reformen sind beschlossene Sache. Im Januar 2005 wird die Arbeitslosenhilfe Geschichte sein. Es gibt dann nur noch Hartz IV, offiziell Arbeitslosengeld II. Besonders bitter war es bei Leuten, die eigentlich eine ungebrochene Erwerbsbiografie hatten. Jahrelang, 30, 40 Jahre lang gearbeitet hatten, alles richtig gemacht hatten, sich ihre bürgerliche Existenz aufgebaut haben, dann aus Altersgründen, aus Gesundheitsgründen entlassen wurden, aus selbigen Gründen auch keine neue Anstellung mehr gefunden haben und dann auf einmal in diese Mühle von Arbeitslosengeld II geraten sind. Doch auch die Argumente der Sozialdemokraten kommen bei ihren Stammwählern nicht mehr richtig an. Ende Mai verliert die SPD die Wahl in Nordrhein-Westfalen, nach 39 Jahren an der Regierung. Müntefering kündigt noch am selben Abend vorgezogene Neuwahlen auch auf Bundesebene an. Doch auch diese Wahl geht ganz knapp verloren. Bis heute wird über die Bilanz der Agenda 2010 gestritten. Nötige Reformen, die Arbeitsplätze geschaffen und Deutschland nach vorn gebracht haben, sagen die einen. Sozialdemokratischer Sündenfall, die anderen. Schröder selbst bekräftigt vor einigen Jahren noch einmal: Was die Agenda angeht, es zeigt sich immer mehr, sie war gut und richtig. Und dann, im Januar 2005, war Hartz IV da. Hundertfach. Dezember 2009. Volker Hesse hält sich auf dem Laufenden, wie immer. Als wir ihn vor 5 Jahren zum ersten Mal trafen, dachte er noch, sein Leben sei eine Erfolgsgeschichte. Die Insolvenz des Unternehmens, in dem er Vorstandsassistent gewesen war, nur ein Betriebsunfall. Über 5000 Euro brutto hatte er mal verdient. Volker Hesse war gehobene Mittelschicht. Heute, 5 Jahre und 637 Bewerbungen später, ist Volker Hesse immer noch arbeitslos. Er, der gut Ausgebildete, der Besserverdiener. Er mit den besten Referenzen. Das hätte ich nie, nie in meinem Leben hätte ich mir das gedacht, dass ich mit meiner Ausbildung und mit allem drum und dran, was ich gemacht habe, dass ich da mal irgendwann dazu kommen werde, zu sagen, ich würde alles tun, um wieder Arbeit zu kriegen. Das ist also, nein, also ich bin da schon sehr tief gesunken, muss ich sagen.
Volker Hesse und sein Lebenspartner waren mal wohlhabend. Seit 5 Jahren müssen sie sich von dem gemeinsamen Besitz trennen, Stück für Stück. Von ihrer Altersvorsorge, von den anderen Versicherungen. Ich hoffe ja doch, dass ich da irgendwas lockere. 5 Jahre Hartz IV. Für Volker Hesse war das vor allem ein stetiger Abstieg. Volker Hesse hatte mal über 5.000 Euro brutto im Monat verdient. Inzwischen wäre er mit 3.000 Euro weniger zufrieden. Und es muss auch nicht mehr die Vorstandsetage sein. Trotz aller Zugeständnisse wird die Mappe mit den Absagen aber immer dicker. Volker Hesse, der ehemalige Vorstandsassistent, musste 2005 nach einem Jahr Hartz IV lernen. Nicht jeder Arbeitslose bekommt Geld vom Staat. Das Amt hatte ihm mitgeteilt, sein Ehepartner verdiene zu viel. Das Geld reiche für zwei. Und Förderung sollte es für Volker Hesse deshalb auch keine geben. Der Streit frustrierte ihn. Schließlich hatte er über 20 Jahre lang gearbeitet und hatte über 100.000 Euro in die Sozialversicherung einbezahlt. Dass ich jetzt halt eben sehe, von deinem Geld kriegst du nichts mehr ab. Sieh mal zu, wo du bleibst. Und das ist eben das, was mich also am meisten in dieser ganzen Situation auch ärgert. Und wie geht's Ihnen jetzt nach Schlecht. 5 Jahren? Ja, man ist also ziemlich deprimiert. Ich bin froh, wenn ich hier den Tag über hier sein kann, mich nicht rausbewegen muss, dass ich kein Geld verbrauche und der Tag einfach nur rumgeht. So, dass ich dann sage, was soll's, du wirst irgendwann 65 oder 67, dann hängst du auf der Straße rum, dann musst du halt eben die Dose nämlich stellen. Irgendjemand wird schon kommen und wird dir was reintun. Seit Hartz IV gibt der Staat 7 Milliarden Euro im Jahr für all die Ersatzmaßnahmen und Lohnzuschüsse aus. Noch immer soll das ganze Geld Arbeitslose in richtige Arbeit bringen. Wie hat es nach 5 Jahren auf dem Hagener Friedhof geklappt? Samir Amraoui ist ein Eurojobber. Ein halbes Jahr sich beweisen, sich einarbeiten, dann bleiben. Das war die ursprüngliche Idee. Bei Samir Amraoui hat nur das mit dem Bleiben geklappt. Seit Beginn von Hartz IV, seit 5 Jahren macht er 1-Euro-Jobs. Und immer wieder auch auf dem Friedhof. Darko Trisic war hier 5 Jahre lang Chef der 1-Euro-Jobber. Hunderte waren in dieser Zeit da. Also die Leute wollen arbeiten. Die sind sehr, sehr fleißig. Aber die Arbeit ist nicht mehr da. Das Publikum hat sich verändert. Dafür sind natürlich mehr gebildete Leute dabei, die irgendwie in Hartz IV gerutscht sind, dennoch für diesen 1-Euro-Job eingeteilt worden sind. Verwaltungschefin Eva Vogel weiß, was sie an ihren Leuten vom Amt hat. Was wäre, wenn die 1-Euro-Jobber und Praktikanten nicht da wären? Dann hätten wir mehr Arbeit und müssten mehr. Ich bräuchte mehr Angestellte eigentlich. Und die 1-Euro-Jobber übernehmen aber die Aufgaben so gut, dass ich das nicht brauche. Und deshalb bin ich da auch sehr zufrieden mit. Das heißt, das hat sich so eingespielt in den 5 Jahren, dass Sie die einfach auch schon fest mit einplanen? Ja, wir planen die fest mit ein. Eigentlich sollte das ja mal so eine Kurzzeitmaßnahme zur Qualifizierung sein, um Leute zur Arbeit zu motivieren. Das ist es dann eigentlich gar nicht mehr, oder? Ist es gar nicht mehr. Also wir haben einen 1-Euro-Jobber, der ist jetzt im 5. Jahr schon hier, der kommt immer wieder. Das heißt, es ist eine langfristigere Sache. Der Hagener Friedhof lebt inzwischen gut mit Hartz IV. Hier arbeiten nicht nur 1-Euro-Jobber. Robert Rüssel ist Jahrespraktikant, den das Amt bezahlt. Sein Kollege hat dank Hartz IV einen 2-Jahres-Vertrag. Dessen Gehalt übernimmt das Amt zu 75%. Arbeit vom Staat bezahlt. Für Robert Rüssel fing das schon direkt nach der Schule an. Von der Aargau bin ich direkt angeschrieben und wurde gesagt, dass ich einen Eurojob machen muss. Es ist ein Jahrespraktikum, was das Ziel hinausläuft auf eine Ausbildung. Weil so viele Arbeits- und Ausbildungsplätze fehlen, gibt es Unternehmen, deren Geschäft es ist, Arbeitslose zu beschäftigen, als Ersatz für ein richtiges Unternehmen. Im Amtsdeutsch heißen solche Unternehmen Träger. Dieser Träger bildet auch Jugendliche aus. Yvonne und Mike wollen Lagerarbeiter werden. Weil sie nichts gefunden haben, hat das Arbeitsamt sie hierher geschickt. Hier gibt es keine Kunden, kein echtes Geschäft. Stattdessen das sogenannte Übungslager. Ein Zimmer, 2 Regale, ein paar Dutzend Kisten. Dazu Aufträge, die sich der Chef hier ausgedacht hat. 3 Tage pro Woche sind sie hier. Den Rest der Zeit verbringt Mike bei einem Hagener Logistiker, Yvonne bei DHL. Zum Praktikum.
Akku. Und von wem bekommen die beiden ihr Ausbildungsgehalt? Heißt also, sie bekommen das ja im Grunde genommen vom Träger, aber der Träger kriegt das für uns dann mit, zurückerstattet. Und die Firmen? Für die Firmen ist das kostenlos, ne? Ja. Für die Firmen kostenlos. Teilweise sind die auch, wir haben ja auch ganz, ganz extrem gute Firmen im Rennen. Ne? Ich sag mal, so IKEA in Dortmund haben wir einen. Die sind sehr zufrieden. Ne? Ich würde mal sagen, auch eine billige Arbeitskraft für die. Ne? Wenn der Praktikant funktioniert, genau wie normaler Azubi, ist das doch super. Für jeden hier zahlt der Staat 750 Euro im Monat. Rüdiger Schüngels erstes Ziel heute, ein Reifen- und Gebrauchtwagenhändler. Er will hören, ob der Chef zufrieden ist mit dem neuen Mitarbeiter, für den das Amt einen Einstellungszuschuss zahlt. Den Zuschuss gibt es etwa, wenn jemand lange arbeitslos war oder den neuen Beruf nicht gelernt hat. Vermittlungshemmnisse heißt das beim Amt. Hätten denn die beiden Herren auch ohne diese Bezuschussung durch die AGE eine Chance gehabt bei Ihnen? Ja, ich habe auf jeden Fall, ich sag mal, das war jetzt nicht einstellungsabhängig gewesen. Nur, ich sag mal, ich wusste, dass der Herr Machrado schon etwas länger arbeitslos ist und demzufolge fragt man in der heutigen Zeit, ich sag mal, ob es vielleicht auch einen Zuschuss gibt. Aber das wäre jetzt nicht einstellungsabhängig gewesen. Also ich hätte den auch ohne Zuschüsse eingestellt. Aber wenn es das gibt, nimmt man es mit? Dann nimmt man es natürlich mit. Ich sag mal, heute, in der heutigen Zeit guckt jeder auf einen Euro. Ich sag mal, ist es alles nicht mehr so einfach. Was denken Sie da als Vermittler? Also sie ist legitim im Gesetz. Sie ist festgelegt, dass die Möglichkeit der Gewährung eines Eingliederungszuschusses besteht. Und deswegen kann man es keinem Arbeitgeber verdenken, wenn man danach gefragt wird. Die vorherrschende Meinung ist ja, die Hartz-IV-Empfänger und solche Leute sind Nasshauer. Die haben keine Lust zum Arbeiten, die wollen nicht arbeiten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Meine Situation ist so, dass ich letztes Jahr Blut gehustet habe, in der Lungenklinik war und halt festgestellt wurde, dass meine Lungen halt nicht mehr die Leistung erbringen, die sie eigentlich normal für einen normalen Mensch da sind. Ja, und dann wurde irgendwie alt aus der Schiene geworfen, von heute auf morgen. Man fällt in so ein Loch, was nicht mehr aufhört zu fallen. Also man muss Auto verkaufen, man hat Einschnitte im Leben, man kann sich nicht mehr das leisten, nicht mehr das leisten. Berlin. Jeder Fünfte lebt hier von Hartz IV. Viele sind auf Lebensmittelspenden angewiesen. Besagte 13. Angela Kuschnick ist diesmal früh an der Reihe. Sie hat insgesamt 5 Kinder, für die sie jetzt Essen holen will. Deshalb geht die Mutter zur Berliner Tafel, wo die Familie diesmal genug Obst und Gemüse für die ganze Woche bekommen hat. Was haben Sie gelernt? Ich bin Tierärztin, also nicht Hartz-IV-Empfänger gleich irgendwie hier, ja? Nein, auch Tierärzte können da an diesen Punkt kommen. Ehrlich gesagt, das war ein beschämendes Gefühl. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin jetzt ein Bettler. Ich bin eine Bettlerin, die um Almosen bettelt und ja, die von anderen ernährt wird. Ein bisschen wie ein Schmarotzer halt. Momentaufnahmen aus einem Land, in dem laut einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands mittlerweile etwa jeder 7. Bundesbürger von Armut bedroht ist. Monika Fischer beobachtet sehr genau, wie viel Strom sie täglich verbraucht. Sie bezieht Hartz IV, bekommt derzeit 399 Euro. Und davon muss sie auch den Strom bezahlen. Das hat sie nicht immer geschafft. Bis vor kurzem wurde ihr der Strom gesperrt. Fast 8 lange Monate hatte sie kein Licht, keinen Kühlschrank, keinen Fernseher. Und das trotz schwerer Krankheit. Monika Fischer hat Krebs, ist gezeichnet von der Chemotherapie. In den Schuldenstrudel geriet sie mit der Jahresabrechnung 2013, muss deutlich nachzahlen. Ihr Stromversorger verlangte plötzlich 274 Euro mehr. Geld, das sie nicht aufbringen konnte. Der Schuldenbetrag wuchs inklusive Mahngebühren schnell auf etwa 500 Euro an. Monika Fischer wendet sich ans Jobcenter, bittet um Hilfe. Für solche Notlagen kann die Behörde einen Kredit gewähren. Ich habe dann gesagt, ja, was soll ich denn machen? Und ja, wir können Ihnen nicht helfen. Das war die Antwort. Die Zahl der Stromsperrungen steigt von Jahr zu Jahr. Laut Bundesnetzagentur wurde allein 2013 fast 7 Millionen Mal eine Sperre angedroht. Und in knapp 350.000 Fällen wurde der Strom tatsächlich abgestellt. Hauptgrund für die finanziellen Nöte der Hartz-IV-Empfänger: die Erhöhung des Regelsatzes hat nicht Schritt gehalten mit den steigenden Strompreisen. So wurde Hartz IV in den vergangenen 7 Jahren um 10,3% erhöht.
Die Strompreise für Endkunden stiegen hingegen durchschnittlich um 37,5%. Sein Haus, seine Familie, ein gutes Leben. Michael Pottl hat 20 Jahre für diesen Wohlstand gearbeitet. Als sein Arbeitslosengeld auslief, bekam er Post vom Jobcenter. Der Familienvater solle sich auf ein Leben mit und von Hartz IV vorbereiten. Was Sie dort erfahren haben, was war denn das Schlimmste, was wirkte für Sie am bedrohlichsten? Dass man finanziell die Hosen runterlassen muss. Und zwar nicht nur seine eigenen Hosen, sondern auch die Hosen der Familie. Man hat 30 Jahre lang gearbeitet, gezahlt. Und dann kommt man in diese Situation, dass es heißt, bevor du etwas beantragen kannst, ist ja nicht viel, müssen deine Sparbücher aufgelöst werden, müssen die Sparbücher der Kinder aufgelöst werden, muss deine Rentenversicherung aufgelöst werden bis zum bestimmten Satz. Und dann erst bekommst du diesen Almosen. So habe ich das gesehen. Und das ist, wie gesagt, das ist eine Situation, die wünsche ich keinem. Ernsthafte Jobangebote habe ich nie vorbekommen. Ich wurde auch nie richtig ernst genommen. Man hat mich einfach nur versucht, aus den Statistiken rauszustreichen. Und Praktikum da, Probearbeiten dort. 400 Euro für eine Vollzeitstelle, man ist schon fertig studiert, könnte eigentlich einen richtigen Job bekommen, aber kriegt immer wieder nur Praktika angeboten. Und das ist, finde ich, ein Missstand und Missbrauch von uns Absolventen. Ich bin Musiklehrerin an einer bezirklichen Musikschule in Berlin, im Bezirk Schöneberg. Ich unterrichte Musik und Tanz und Sprachförderung mit Musik und Bewegung. Es ist eine sehr lange Ausbildungszeit. Man muss ja auch eine Aufnahmeprüfung bestehen an einer Musikhochschule, die ist also nicht ohne. Und dann hat man noch ein längeres Studium und wenn man das alles bedenkt, dann ist also die Bezahlung eigentlich ein Witz. Das Problem ist, dass wir in Berlin über 90% Honorarkräfte sind und dass eben eine Honorarkraft nur halb so viel verdient wie eine festangestellte Kraft. Eine Sicherheit gibt es nicht. Mit 4 Wochen oder 6 Wochen Vorlauf könnte ich entlassen werden, jederzeit. Als freie Mitarbeiterin sind meine Arbeitsbedingungen natürlich anders als die einer festangestellten Kraft. Und ich glaube, das größte Problem ist die Unsicherheit, die man hat. Man weiß nie genau, wie viel man in den nächsten Monaten arbeiten wird. Man weiß dementsprechend nicht, was das Einkommen ist. Und die soziale Absicherung ist extrem teuer. Das heißt, man kann es sich fast gar nicht leisten, sich adäquat sozial abzusichern. Und das sind die Hauptprobleme, vor allem wenn man auch eine Familie zu ernähren hat und nicht nur sich um sein eigenes Dasein kümmern muss. Volker Beer, eine bundesweit gesuchte Fachkraft. Diplom-Ingenieur, promoviert und flexibel. Dass er händeringend gesucht wird, davon merkt er leider nichts. Allein in diesem Jahr hat er 298 Bewerbungen geschrieben. Einige Unternehmen reagieren überhaupt nicht und andere schicken dann eben nach einiger Zeit Absagen, wohl formuliert, wahrscheinlich vom Juristen des Unternehmens abgeklopft. Dabei ist er hervorragend ausgebildet. Er ist nicht nur Diplom-Ingenieur, sondern auch promovierter Chemiker mit Berufserfahrung. Als er mit Ende 40 arbeitslos wird, findet er keine Stelle mehr. Um nicht in Hartz IV zu rutschen, hält sich der Ingenieur mit Vorträgen gerade so über Wasser. Ähnliche Erfahrungen haben auch diese Unternehmensberater gemacht. Sie führen regelmäßig Testbewerbungen durch, um Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften zu beraten. Die Ursache für den angeblichen Mangel sehen sie bei den Unternehmen selbst. Wie kann es sein, dass man monatelang als Bewerber nach einem Bewerbungseingang erst irgendwie eine Zu- oder Absage bekommt? Das passt alles nicht in das Bild, dass die Leute tatsächlich so händeringend gesucht werden. Wie passen diese Erfahrungen zu dem immer wieder propagierten Fachkräftemangel? Nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sind aber die Warnungen der Unternehmen unbegründet. Entscheidender Indikator auf dem Arbeitsmarkt wie auch auf den Gütermärkten sind die Preise, auf dem Arbeitsmarkt die Löhne. Und hier können wir feststellen, die Löhne sind bei den Ingenieuren nicht gestiegen. Von daher kann es auch keine Knappheit geben. Statt Knappheit spüren vor allem junge Absolventen wie dieser Chemnitzer einen harten Konkurrenzkampf um jede feste Stelle. In nur 5 Monaten hat er 115 Bewerbungen rausgeschickt und eine Absage nach der anderen kassiert. Für seine Bewerbungsgespräche reiste er 7000 Kilometer quer durchs Land.
Man hat halt gesagt bekommen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt in der Runde 1 von 1200, jetzt sind es nur noch 400. Es ist eine Vorauswahl quasi geschehen. Ja, wir arbeiten ja zum großen Teil, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Die junge Generation will ihr Leben organisieren, Familie, Anschaffungen. Sie möchten ihr Leben strukturieren und dazu gehört natürlich auch das Einkommen. Naja, es ist ja schon erschreckend, dass schon in der Krise 28% aller bis unter 35-Jährigen entweder Leiharbeiter waren, befristet beschäftigt waren oder in Praktika sich befunden haben. Das war schon viel, aber jetzt in der guten Konjunktur hat sich diese schwierige Situation noch mal verstärkt. 30%, fast ein Drittel aller jungen Menschen arbeiten in prekärer Beschäftigung. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen für unsere Gesellschaft und natürlich für die Lebensperspektiven und Arbeitsperspektiven der jungen Generation ist ja sehr vernichtend, wenn 30% noch nie Gelegenheit hatten, ein festes Arbeitsverhältnis in Anspruch zu nehmen. Ja, man kann sagen, je jünger, desto prekärer. 54% der bis 24-Jährigen arbeiten in prekärer Beschäftigung, Leiharbeit, Zeitarbeit, ABM-Stellen und Ähnliches. Über die Hälfte der ganz Jungen macht diese schlimme, schlechte Berufserfahrung. Wir konnten feststellen, dass insgesamt von den ganz Jungen, die Teilzeit machen, 97% lieber Vollzeit machen würden und nur 2,4% tatsächlich Teilzeit machen wollen. Im Grunde können wir sagen, der ganz, ganz große Teil derer, die heute Teilzeit machen, ist erzwungene Teilzeit und sie möchten lieber Vollzeit arbeiten. Ja, das ist ja eine ganz schlimme Feststellung, dass wir 28% der jungen Generation haben, bis 34, die bisher nur befristet beschäftigt gewesen sind. Die haben noch nie was anderes erlebt, als von einem Arbeitsverhältnis aufs andere zu hoffen. 28% haben noch nie eine feste Anstellung gehabt. Man fragt sich, was in dieser jungen Generation überhaupt vorgeht. Bei den Menschen, die noch nie eine feste Beschäftigung gehabt haben, was haben die für eine Lebensplanung? Was können die sozusagen im privaten wie im allgemeinen Umfeld überhaupt noch anstellen? 5 Euro, dafür gibt es einen Kasten Wasser oder eine halbe Packung Pampers. Zigaretten jetzt nicht mehr, denn Laster wie Alkohol und Nikotin zählt schwarz-gelb bei Hartz-IV-Empfängern künftig nicht mehr zum Lebensunterhalt. 5 Euro, eine Unverschämtheit, schnauben Opposition, Gewerkschaften und Sozialverbände? Nee, genau richtig, findet die Regierung. Der Streit tobt, und zwar mit Recht, weil es um mehr geht als um diese 5 Euro. Es geht um Gerechtigkeit, Chancen, Faulheit, Fleiß, um Lebensleistung und Arbeit, die sich lohnen muss. Unsere Gäste. Hans-Jürgen Centara. Der frühere Industriemeister ist seit 8 Jahren arbeitslos und sagt, Hartz IV reicht vielleicht zum Überleben, aber nicht zum Leben. Johannes Vogel. Der FDP-Abgeordnete bleibt hart. 5 Euro sind genug. Wichtiger ist, dass Betroffene mehr hinzuverdienen können und zurück in die Arbeit kommen. Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, kritisiert, das ist ein sozialpolitischer Skandal. Frau von der Leyen hat dem Druck des Wirtschaftsflügels nachgegeben. Jürgen Trittin, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, sagt, die Pläne der Ministerin sind soziale Kälte vom Schlimmsten. Und Ursula von der Leyen, die Arbeits- und Sozialministerin, verteidigt ihre Reform. Hartz IV soll das Existenzminimum sichern. Der Betrag muss sich an der Lebenswirklichkeit der Einkommensschwachen orientieren. Mein Gott, wo leben Sie denn? Ich sage Ihnen eins ganz deutlich. Sie werden bei aller Statistik, bei allen Zahlen, die Sie hier aufwarten, nicht drumherum kommen, dass in der Bevölkerung und in den Kreisen, in denen Menschen Armut erleben oder mit Menschen konfrontiert sind, die in Armut leben oder drohen, in Armut zu fallen, dass diese Menschen das als absolutes Gerechtigkeitsproblem empfinden, dass Sie hier 5 Euro vorschlagen. Gucken Sie sich die Welt doch draußen mal an. Gucken Sie die Debatten in den Kirchen an, was da los ist. Kein Mensch versteht, dass ausgerechnet wir kluge Ratschläge in der Frage geben, was in einen Regelsatz gehört und was nicht. Und darüber sollten Sie wenigstens einen Moment lang mal nachdenken. Ich habe bei Matthäus etwas Schönes gefunden. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist alles, was das Gesetz
und die Propheten fordern. Wollen Sie so behandelt werden, wie Sie Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern behandeln? Wissen Sie, wie die sich fühlen, die zum Beispiel auf einen notwendigen Arztbesuch am Ende eines Quartals verzichten, weil sie die Praxisgebühr nicht zahlen können? Wissen Sie, wie die sich fühlen, die zum Beispiel wegen der Zuzahlung auf Medikamente auf notwendige Arzneien verzichten? Wissen Sie, wie es einer Mutter geht? Ich weiß nicht, ob Sie da ein Gespräch mal geführt haben mit einer alleinerziehenden Mutter, die ihrem Kind nicht gestattet, zur Geburtstagsfeier des Klassenkameraden zu gehen. Nicht, weil sie ihrem Kind das nicht gönnt, sondern weil sie die Sorge hat, dass daraus sozusagen Erwartungen entstehen, eine eben solche Geburtstagsparty selber ausstatten zu können. Das ist aber im Budget nicht vorgesehen. Es geht im Kern um unseren Sozialstaat. Es geht um die Menschenwürde. Es geht um ein menschenwürdiges Existenzminimum für Kinder und Jugendliche und Erwachsene. Und das heißt für uns, dass drei Dinge erfüllt sein müssen. Erstens Bildungschancen für Kinder und Jugendliche, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Zweitens, dass Menschen, die arbeiten, auch von ihrer Arbeit leben können. Und deswegen sind Mindestlöhne in diesem Zusammenhang wichtig. Und drittens, wer keine Arbeit hat oder nicht arbeiten kann, der muss von einer solidarischen Gemeinschaft fair unterstützt werden. Es geht nicht um Almosen oder spätrömische Dekadenz. Es geht um einen Rechtsanspruch für alle Menschen in diesem Land. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Grundsicherung verlangt, die ein menschenwürdiges Existenzminimum und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben gewährleistet. Davon sind wir meilenweit entfernt. Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit und verantwortlich für Hartz IV, sagte in der Sendung klipp und klar des RBB am Dienstag, dass niemand auf Dauer von diesem Regelsatz leben könne. Das heißt, 2,3 Millionen Menschen sind dauerhaft auf Hartz IV angewiesen, von dem Herr Alt von der Bundesagentur sagt, dass man davon dauerhaft nicht leben kann. Der Kompromiss, den Sie gefunden haben, ist scheinheilig, unsozial und unredlich. Ich darf daran erinnern, dass mit dem sogenannten Sparpaket 3,8 Milliarden Euro an Leistungen für Hartz IV-Beziehende gestrichen wurden. Das Elterngeld wurde gestrichen, die Rentenbeiträge wurden gestrichen, Leistungen für Weiterbildung wurden drastisch gekürzt. Das bedeutet doch aber, dass die Hartz-IV-Empfangenden sämtliche gefeierten Leistungssteigerungen selbst bezahlen. Das kommt dabei heraus. Stolz verkünden Sie zum Beispiel, dass das Bildungspaket, Frau von der Leyen ist da ganz stolz, um 400 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt wird. Aber die gleiche Summe sparen Sie bei der Streichung des Elterngeldes pro Jahr ein. Das heißt, die Eltern und die Hartz-IV-Kinder finanzieren also das Bildungspaket selbst. Das kommt dabei heraus und nichts anderes. Herr Müntefering, 10 Jahre Agenda 2010. Was war richtig, was war verkehrt? Als wir anfingen mit Rot-Grün, war dringender Handlungsbedarf am Arbeitsmarkt, aber auch was Wachstum und Entwicklung insgesamt angeht. Und deshalb über die Jahre bis 2003 hin die Entwicklung zu einer großen Reform. Und das hat sich gelohnt. Impulse für die Städte und Gemeinden, erneuerbare Energien, Geld für Ganztagsschulen, aber auch den Arbeitsmarkt reformiert unter dem Stichwort Hartz. Das war ja schon 2002 begonnen. Und dafür gesorgt, dass Menschen eine größere Chance haben, wieder ins Erwerbsleben hineinzukommen. Der Minijob. 450 Euro Maximalverdienst, steuerfrei. Über 7 Millionen Deutsche sind Minijobber. Durch die Minijobs wuchs der Niedriglohnsektor. Vollzeitstellen wurden massenhaft gestrichen. Jeder fünfte Job ist ein Minijob. Berlin. Ich bewerbe mich in der Reinigungsbranche. Hier werden überdurchschnittlich viele Minijobs angeboten. Am nächsten Tag habe ich ein Vorstellungsgespräch. Es geht um eine Putzstelle für ein Hotel. Die Vorarbeiterin macht klar, was hier verlangt wird. Das ist ein Knochenjob. Sie wedeln nicht einfach mit dem Staubtuch rum, putzen ihre Zimmer und gehen dann. Es kommt immer extra Arbeit hinzu. Aber ich bekomme 8,82 die Stunde. Ja, das ist der Mindestlohn, aber Sie müssen Ihre Zimmer schaffen. In einer Stunde 2,5 Zimmer.
Zwei Tage sind Training. Wenn Sie danach gehen, gibt's kein Geld. Das müssen Sie mir unterschreiben. Frage an den Gewerkschafter Rainer Knerler. Ist unbezahlte Probearbeit legal, wenn der Arbeitnehmer sich einverstanden erklären musste? Das geht gar nicht. Das ist illegal. Das ist ungesetzlich. Das ist nicht nur Lohnbetrug am Arbeitnehmer. Das ist auch Sozialversicherungsbetrug. Denn für diese zwei Tage geht dem Staat alles an Sozialversicherungsbeiträgen verloren, was man sonst bekommen würde. Und insofern ist das auch Sozialversicherungsbetrug. Ist die Reinigungsbranche eine Ausnahme? Nächster Versuch, der Einzelhandel. Hier kriegen Sie 5,80 Euro für Lagerarbeiten. Mindestens jede fünfte Stelle im Einzelhandel ist ein Minijob. Ich entscheide mich für das Angebot dieses Edeka-Marktes in Wolfsburg. 7,50 Euro die Stunde, dreimal pro Woche, jeweils 4 Stunden. Regale einräumen. Für den ersten Tag gibt es kein Geld. Auch hier unbezahlte Probearbeit. Hier steht zwar Edeka drauf, doch das Geschäft gehört einem eigenständigen Kaufmann. Er hat 4 Märkte übernommen und ist inzwischen nicht mehr an Edeka-Tariflöhne gebunden. Der Betriebsratsvorsitzende erzählt, dass Vollzeitangestellte nach und nach verschwinden. Minijobs sollten ursprünglich nur Brücken in Vollzeitstellen bauen. Über 7 Millionen Deutsche arbeiten als Minijobber. Knapp 5 Millionen gehen keiner anderen Beschäftigung nach. Andreas Dönert hat zwar eine Vollzeitstelle als Reinigungskraft, aber weil das Geld nicht reicht, putzt er auch noch als Minijobber. Eine 55-Stunden-Woche für insgesamt 1.400 Euro netto. Seine Erfahrung, als Minijobber hat man immer schlechtere Karten. Also wenn ich mal eine Kleinigkeit habe, wie irgendwelche Schmerzen, die öfters mal vorkommen, wie eine Handgelenke, Schulter oder Rücken, aufgrund der hohen körperlichen Belastungen, dann weiß ich auf die Zähne. Trotzdem zur Arbeit. Ist das ein Unterschied, wenn man im Minijob krank wird oder in der Vollzeitstelle? Also ist da eine schneller Kündigung auf dem Tisch? Oder wie? Ja, viel schneller. Wenn dort irgendwelche Ausfälle sind, dann ist sofort die Kündigung auf dem Tisch. Das haben Sie auch schon erlebt? Das habe ich mehrmals schon erlebt. Das ist schon sein 10. Minijob. Oft wurde gekündigt, weil er sich gegen Betrug gewehrt hat. Trotz Kündigungsschutz, der auch für Minijobber gilt. Weil viele genau davor Angst haben und ihre Rechte nicht kennen, werden Minijobber öfter betrogen, sagt Andreas Dönert. Heute arbeitet er 12 Stunden an 3 verschiedenen Orten. Zusammen mit den Fahrzeiten ein 16-Stunden-Tag. Minijob heißt nicht Mini-Aufwand, sondern viel Arbeit und maximaler Stress. Als Leiharbeiterin hatte sie Glinde Mattes in der Jalousienbaufirma Solan in Neukirchen offenbar gute Arbeit geleistet. Solan wollte die 58-Jährige von der Leiharbeitsfirma Randstad übernehmen. Doch aus der Festanstellung wurde nichts, denn Randstad verlangt eine Vermittlungsprämie von Solan. Bei der Gewerkschaft in Chemnitz sucht sie Rat und erfährt, sie ist kein Einzelfall. Das System der Vermittlungsprämien verhindere den Wechsel weg von den Leiharbeitsfirmen in die Festanstellung. Im Durchschnitt werden dort bis zu 3 Bruttomonatsentgelte gefordert. Das sind schnell mal 5.000 Euro. Daran erkennen Sie ganz deutlich, dass wenn jeder 20. nur in einem Betrieb hängen bleibt, dass dort diese Vermittlungsprämie doch ein Hindernis ist. Inzwischen wurde Siglinde Mattes bei Randstad gekündigt, ohne Angabe von Gründen. Ich habe mich schon wieder in 3 anderen Zeitarbeitsfirmen beworben, weil man in keinen Betrieb sonst reinkommt. Beim Jalousienbauer Solan darf sie sich nicht bewerben wegen der Vermittlungsgebühr. Und so bleibt Zeitarbeit ihre einzige Chance. Es geht um die Existenz von 68 Familien. Viele von uns glauben, man hat uns nur deshalb gekündigt, weil wir zu teuer sind. Die Edeka will einfach Lohnkosten sparen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn unser Werk geschlossen ist, wird unsere Arbeit von billigen Leiharbeitern an anderen Standorten gemacht. Zeitarbeitsfirmen suchten für Edeka längst nach Billiglöhnern für die Frankengutwerke. Auf der offiziellen Seite der Bundesagentur für Arbeit. Leiharbeit für 8,50 Euro die Stunde, der gleiche Job für viel weniger Geld. Der Fall Edeka in Bamberg. Ausnahme oder Trend einer ganzen Branche? Gewerkschafter sind sich sicher. Die Gesetze zur Leiharbeit müssen dringend reformiert werden. Auch wenn man das alte Goethe-Wort akzeptiert, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind, so sind die Arbeitsbedingungen für den jungen Mann schlicht eine Zumutung.
Er ist 19 Jahre alt. Ich habe da erstmal ein Praktikum gemacht und dann habe ich mich da beworben. Seit einem Jahr arbeitet er als Lehrling bei Netto. Seine Mutter hatte uns geschrieben, er müsse auch nach der Berufsschule noch arbeiten. Wie lange müssen Sie noch arbeiten an diesen Tagen? Naja, bis zum Ende dann, bis 20 Uhr. Diese Stunden, die Sie mehr machen, kriegen Sie die extra vergütet? Nein. Wir treffen Markus. Er erzählt, im zweiten Lehrjahr habe man ihn sogar als stellvertretenden Marktleiter eingesetzt. Also ich hatte die Verantwortung für die Filiale, ich hatte den Schlüssel, ich musste absperren, ich musste Tresor zählen, Kassen abrechnen, alles komplett, was dazugehört. Das hat nichts mit Ausbildung, hat es nichts zu tun, weil du bist eine billige Arbeitskraft, du lernst nichts. Azubis bei Netto. Billige Arbeitskräfte, deren Überstunden oft also noch nicht einmal bezahlt werden. Neben den 7000 Azubis beschäftigt Netto auch noch Praktikanten. Viele kommen über die Bundesagentur für Arbeit. Sie erhalten von dort ihr Geld, maximal 216 Euro im Monat, kosten Netto also nichts. Einstiegsqualifizierung nennt sich das. Danach sollen sie als Lehrlinge übernommen werden. Lisa war eine solche Praktikantin und sie erzählt uns, dass sie wie eine Vollzeitkraft gearbeitet hätte. Wie fühlten Sie sich? Da fühlt man sich kaputt und auch ausgenutzt. Die Aussagen legen nahe, Netto ist also billig, weil die Mitarbeiter nur wenig oder gar nichts verdienen. Mehr noch, Marktleiter aus ganz Deutschland erzählen uns, dies sei bei Netto Methode. Es gibt eine Anweisung, überwiegend Praktikanten und Auszubildende und erst dann das Stammpersonal einzusetzen. Und dann auch nochmal gestaffelt, nach günstig und nach teuer. Fazit. Netto betreibt einen Teil seines Geschäftes mit billigen Azubis und staatlich finanzierten Praktikanten und kann letztlich auch deshalb Produkte zu günstigen Preisen anbieten. So gesehen finanziert auch die Allgemeinheit das System Netto. An der Hochschule Koblenz treffen wir den ausgewiesenen Arbeitsmarktexperten Professor Sellmann. Netto nutzt die Azubis dann oftmals aus, um die eigenen niedrigen Tarife und vor allem die Zulagen zu unterlaufen. Denn wenn die beispielsweise in der Spätschicht eingesetzt werden, die bekommen ja ihre niedrige Ausbildungsvergütung. Aber alle Zulagen, die bei Normalbeschäftigten fällig werden, die fallen da dann nicht an. Flexibel, willig, billig. Deutschlands Zeitarbeiter. Beschäftigte zweiter Klasse, oft behandelt wie Menschen dritter Klasse. Tom war nie länger als 6 Monate bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt. So umgehen die Firmen den gesetzlichen Kündigungsschutz. Tom sagt, die Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirmen sind fast immer freundlich. Doch spätestens bei der Abrechnung ist oft Schluss. Frühere Firmen schulden ihm noch Zuschläge und Überstunden. Das wäre dann zuschlagspflichtig? Das wäre dann mit 15% zuschlagspflichtig gewesen. Und hast du das bekommen? Nein. Das heißt also, die haben dir das überwiesen, als hättest du eine ganz normale Schicht gearbeitet, 37 Stunden und keine Zuschläge. Hast du da was unternommen? Da kann ich nichts gegen unternehmen, weil ansonsten würde ich dann halt sofort wieder eine Kündigung riskieren. Okay. Ich habe das einmal bei einer Zeitarbeitsfirma versucht, meine Zuschläge zu bekommen, die mir zustehen. Und 2 Tage später war die Kündigung persönlich vom Disponenten in Briefkasten geschmissen worden. Tom ist frustriert. Neben häufigen Betrügereien in der Branche wird er auch oft wie ein Leibeigener rumkommandiert. Ey, Leier, komm mal her. Leiharbeiter, los jetzt, mach hin. Ey, du, komm mal mit. Leiharbeiter verdienen 1/3 bis die Hälfte weniger als Angestellte. Seit langem ihre Forderung: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dass wir uns in Deutschland diese Frage stellen müssen, ist so peinlich für unser Land, für eines der reichsten Länder der Welt, dass wir inzwischen einen Niedriglohnsektor haben, der bald an China heranreicht, dass sich unsere Nachbarländer schon anfangen zu beschweren über die deutschen Niedriglöhne, zu beschweren, weil wir denen nämlich die Preise kaputt machen. Ein junger Mann, abgeschlossene Ausbildung, voll beschäftigt. Und trotzdem liegt Tom mit seinem Einkommen deutlich unterhalb der aktuellen Armutsgrenze für männliche Singles. Also die schlimmsten Tricks sind zum Beispiel 400-Euro-Job. Also ich bekomme einen Arbeitsvertrag über 400 Euro in Teilzeit und arbeite Vollzeit. Dann ganz klassisch werden die Mitarbeiter bei den Abrechnungen betrogen, bei den Lohnabrechnungen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, Zuschläge, wie berechne ich den Urlaub, wie berechne ich Krankheit, was bekommt der dafür bezahlt. Stuttgart, Daimler, ein Unternehmen, das trotz seiner Größe flexibel sein muss und deswegen Leiharbeiter braucht.
Der Betriebsrat konnte zwar eine Quote von maximal 8% Leiharbeitern durchsetzen, doch durch die Hintertür wird diese Quote von Daimler umgangen. Denn ganze Abteilungen wurden an Fremdfirmen vergeben, über Werkverträge. Nicht nur Leiharbeiter gehören zu den sogenannten Prekärbeschäftigten. Knapp 3 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland sind trotz Job arm. Zuständig für Zeitarbeitsfirmen ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Interviews hierzu gibt es nicht. Die Begründungen sind nicht sonderlich originell. Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich Ihnen Ihren Interviewwunsch abschlagen muss. Wir sind immer gezwungen zu priorisieren und eben auch Absagen zu geben. Die Politik schweigt und freut sich an guten Arbeitsmarktzahlen. Die Industrie schweigt und freut sich über billige Arbeitskräfte. Zeitarbeiter schweigen aus Angst und wollen nicht erkannt werden. Die deutsche Automobilindustrie macht seit Jahren Milliardengewinne und setzt auf Leiharbeit. Wir haben bei den Autobauern nachgefragt. Daimler und Opel beschäftigen rund 5% Leiharbeiter, bezogen auf die Stammbelegschaft. VW 6%. Am meisten Leiharbeiter beschäftigt BMW. Wie hoch die Zahlen derzeit sind, will das Unternehmen nicht preisgeben. Nur so viel, die Quote soll auf 8-12% gesenkt werden. Nach Informationen der IG Metall gibt es bei BMW Werke, wie hier in Regensburg, in denen um die 25% Leiharbeiter beschäftigt werden, viele davon über Jahre. BMW-Leiharbeiter bekommen zwar dasselbe Grundgehalt, haben aber einen schlechteren Tarifvertrag, weniger Urlaubsgeld, weniger Weihnachtsgeld und keine Gewinnbeteiligung. Selbst wenn sie schon jahrelang bei BMW arbeiten, verdienen sie so oft 30% weniger. Die Misere der Leiharbeiter begann mit den Hartz-Gesetzen unter Kanzler Schröder. Der liberalisierte den Arbeitsmarkt und machte so Dauerleiharbeit erst möglich. Infolge der Deregulierung der Leiharbeit unter der rot-grünen Bundesregierung wurde ja unter anderem auch ermöglicht, was bis dahin nicht zulässig war, dass man im Prinzip, ich sage das deutlich, einen Leiharbeiter ein Leben lang beschäftigen kann, ohne ihn fest einstellen zu müssen. 12 Jahre war Michael Schulze Leiharbeiter bei Bauer Schrobenhausen als Lackierer. Jahrelang harte Arbeit, dann flog er raus. 12 Jahre Leiharbeiter innerhalb von 2 Tagen draußen. Es gibt diese Fälle und diese Fälle sind skandalös, weil eine mehrjährige Beschäftigung als Leiharbeiter, der ja von allen Rechten, die normaler Beschäftigter hat, letztendlich abgeschnitten wird, ist eine in meinen Augen perverse Nutzung von Leiharbeit. Die Zahl der Leiharbeitskräfte in Deutschland hat sich in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt auf 824.000. Ein Bandarbeiter, 25 Jahre alt und seit mehreren Jahren in einem Autokonzern festangestellt. Er arbeitet Vollzeit. Vollzeit, das heißt in seinem Fall 35 Stunden pro Woche. Dafür bekommt er monatlich gut 2.500 Euro Grundgehalt. Doch das ist längst nicht alles. Obendrauf kommen nämlich im Schnitt noch 15% Leistungsentgelt. Letztlich dafür, dass der Bandarbeiter seine Arbeit ordentlich macht. Außerdem gibt es noch diverse Zuschläge. Zum Beispiel für die Spätschicht rund 24%. Die Spätschicht beginnt laut Tarifvertrag übrigens bereits ab 12 Uhr mittags. So werden aus rund 2.500 Euro Grundgehalt schnell 3.300 Euro. Aber hier muss noch lange nicht Schluss sein, denn dazu gibt es eine Belastungszulage etwa bei Lärm oder einen Mehrarbeitszuschlag für mehr als 7 Stunden am Band. Dazu kommt der Nachtschichtzuschlag, der Sonntagszuschlag oder der Feiertagszuschlag sowie Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Und wenn's im Betrieb so richtig brummt, dann gibt's noch die Gewinnbeteiligung, etwa bei Daimler. Dort bekamen die mehr als 130.000 Tarifmitarbeiter gerade erst 3.200 Euro extra. Wie dagegen die Realität in Teilen des Unternehmens aussieht, hat der ARD-Undercover-Reporter Jürgen Rose am eigenen Leib erfahren. Am nächsten Tag arbeite ich wieder mit Michelle zusammen. Sie macht wieder das Gleiche wie ich. Zylinderköpfe ein- und auspacken. Es gibt allerdings einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen uns beiden. Auf meine Nachfrage zeigt mir Michelle nämlich heute ihre Gehaltsabrechnung.
Als Hungerlöhner bin ich sprachlos. Ich bin 20 Jahre älter als Michelle. Sie bekommt aber dreimal mehr als ich. Und was wir gerade in der Undercover-Reportage gesehen haben, was ist das? Da werkeln am Fließband billige Arbeitskräfte mit sogenannten Werksverträgen für rund ein Drittel des normalen Lohns. Und weil man dann von eben keine Familie ernähren kann, wird der Billigarbeiter zum Aufstocker. Bedeutet, Daimler lässt sich vom Staat, also vom Steuerzahler, subventionieren. Sie haben, wenn man so will, Anteile an der neuen S-Klasse, auch wenn sie Golf fahren. Schon auf den ersten Blick sind sie an den orangen Westen zu erkennen, Mitarbeiter der Fremdfirma Renus im Daimlerwerk Hamburg. Sie verantworten hier die Logistik des Autobauers und bekommen im Monat rund 800 Euro weniger als vergleichbare Daimler-Mitarbeiter. Im Endeffekt bedeutet das, wir sind hier der Mensch zweiter Klasse. Gleiche Arbeit, aber nicht gleiches Geld. Eine ähnliche Lage auch auf der Meierwerft in Papenburg. Rund ein Drittel der Mitarbeiter haben Werkverträge. Mitte Juli kam heraus, dass hier Kollegen aus Südosteuropa für einen Stundenlohn von unter 7 Euro an den Luxuslinern bauen. Mitarbeiterinnen desinfizieren die OP-Säle. Die eine verdient 9 Euro pro Stunde, die andere 12,89 Euro. Aber sie machen die gleiche Arbeit. Wie kann das sein? Wir gehen der Frage nach. Treffen Liane Guttke. Sie arbeitet in einer anderen Klinik. Als Servicekraft und Pflegehelferin misst sie Blutdruck, verteilt Essen. Jetzt sollte sie einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben bei einer Werkvertragsfirma. In diesem Vertrag sind die Bedingungen bedeutend schlechter wie in meinem jetzigen Vertrag. Das heißt, kein Urlaubsgeld, kein Weihnachtsgeld, der Urlaub schlechter, der Stundenlohn schlechter. Am Anfang war Liane Guttke an der Klinik selbst angestellt, dann als Leiharbeiterin in einer Tochterfirma. Schon da gab es weniger Geld. Die Werkvertragsfirma ist nicht tarifgebunden, der Bruttolohn nur noch 7,64 Euro pro Stunde. Ich kann mit diesem neuen Vertrag einfach nicht leben. Ich mache jahrelang schon dieselbe Arbeit und kriege jetzt schon wieder weniger Geld dafür. Kliniken gründen Tochtergesellschaften, die sind nicht an teure Krankenhaustarife gebunden. Ein Teil des Personals wird dort angestellt, bekommt weniger Geld. Die Tochterfirma übernimmt dann bestimmte Aufgaben in der Klinik, bislang meist per Leiharbeit. Wir treffen den Anwalt von Liane Guttke. Bei ihm häufen sich Fälle, in denen die Tochterfirmen jetzt per Werkvertrag arbeiten. Seit Leiharbeit nicht mehr dauerhaft möglich ist und durch Mindestlöhne teurer wurde. Deswegen hat man eine neue Strategie entwickelt und greift jetzt systematisch auf Werkverträge zurück, um geringe Löhne zahlen zu können. Aus meiner Sicht eine Riesensauerei, um es mal ganz deutlich zu sagen. Für den Sozialwissenschaftler Professor Stefan Sell hat die Politik hier versagt. Die Politik hätte schon in den letzten 2 Jahren an die Unternehmen klare Signale senden müssen. Wir sehen, dass Werkverträge missbraucht werden zum Zwecke des Lohndumping. Das wollen wir nicht akzeptieren. Und weil sie es nicht getan hat, haben die Unternehmen gesagt, okay, Feuer frei, wir können dieses Instrument nutzen. Und sie nutzen es immer mehr. Es breitet sich aus wie ein Krebsgeschwür. 6 Tage die Woche soll ich arbeiten. Der Vertrag käme später. Ich habe Arbeitskleidung bekommen. Es sind echte DHL-Klamotten. Mit einem kleinen Unterschied. Servicepartner steht darüber. Und ich arbeite auch direkt auf dem Gelände der Post. Zusammen mit den echten Postlern, also den direkt bei DHL Angestellten. Für die gleiche Arbeit bekommen sie viel mehr. Über 11 Euro die Stunde. Inzwischen ist der Arbeitsvertrag da. Nur 1200 brutto verdiene ich. Und die Überstunden? Überstunden werden nicht vergütet, steht im Vertrag. Unbezahlte Überstunden also. Davon mache ich viele. Und mein Chef plant das offenbar systematisch ein. Denn es heißt weiter, mindestens 40 Stunden beträgt meine Arbeitszeit. Mindestens. Später ergibt die Recherche, dass der Vertrag illegal ist. Aber wer traut sich schon zu klagen? 5 Euro Stundenlohn brutto. Das war mein Verdienst nach ein paar Wochen als Paketzusteller. Ich zeige Ausschnitte aus meinem Videotagebuch Wolfgang Abel. Von der Gewerkschaft Verdi. Es gibt mindestens 50.000 Paketzusteller bundesweit. Von denen sind mindestens 35.000 nach diesen Bedingungen beschäftigt. Hermes, DPD und GLS sind in der Paketzustellung zu 100% auf Subunternehmer ausgerichtet
Und die bezahlen auch überwiegend zu den Bedingungen, die Sie eben beschrieben haben. UPS hat ungefähr 30% an Subunternehmer vergeben. Den Rest machen sie mit eigenen Leuten zu tariflichen Arbeitsbedingungen. Auch die Deutsche Post DHL setzt etwa 1000 Zusteller über Subunternehmen ein. Wer dort arbeitet, knüppelt oft für einen Hungerlohn. Jetzt gehe ich zum Chef. Wenig später gibt mir der Chef ein Papier und spricht Klartext. Herr Schädler, wir kommen doch auf keinen Nenner, sagt er. Wir lösen das Arbeitsverhältnis auf. Sie können sich was Neues suchen. Das ist die Kündigung. So funktioniert das wohl in der Branche. Wer aufmuckt, wird gefeuert. Die Deutsche Post DHL ist eines der größten Logistikunternehmen weltweit. Die Gewinne gehen jährlich in die Milliarden. Dem Unternehmen geht es gut. Und die Postaktionäre freuen sich über satte Gewinne. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass wir an sie 967 Millionen Euro ausschütten werden. Aber wie geht es den Mitarbeitern des Konzerns? Ich finde einen Postzusteller, der bereit ist, mir von seiner täglichen Arbeit zu erzählen. Unter der Voraussetzung, dass wir ihn anonymisieren. Er klagt, sein jahrzehntelanger Dienst bei der Post sei nicht ohne Folgen geblieben. Ich leide an erheblichen gesundheitlichen Schäden wie Halswirbelsäulensyndrom im Lendenwirbelbereich und an Schlafstörungen. Fast jeden Tag, wenn ich meine Betriebsstätte betrete, das muss ich mal ehrlich sagen, dann dreht sich mir der Magen dreimal um, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Bei der Arbeit passiert mir das so oft, dass ich am Ende meiner Kraft bin und dann möchte ich einfach nur noch schreien. Dazu die hohe Zahl befristeter Arbeitsverträge. Knapp 25.000 waren es Ende 2014. Das geht aus einer internen Aufstellung hervor, die ZDF Zoom vorliegt. Wer hier sein Pensum nicht schaffe, arbeite oft freiwillig länger. Das berichten uns viele Zusteller. Aus Angst, dass der Vertrag nicht erneuert wird. In Sichtweite der Bonner Postzentrale hat die Gewerkschaft DPV.com ihren Sitz. Ich bin verabredet mit Volker Geier, der sich seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen bei der Deutschen Post einsetzt. Die Post und die DHL haben natürlich große Teile beispielsweise des Transports und auch der Paketzustellung an Subunternehmer fremdvergeben. Und diese vergeben es dann teilweise wieder an Subunternehmer, also sogenannte Sub-Subunternehmer. Und dahinter steckt im Endeffekt nur ein Einsparen von Kosten, weil die Beschäftigten bei den Subunternehmern werden in der Regel nicht mal mehr mit Mindestlohn bezahlt. Sie werden komplett ausgebeutet und das finden wir auch sehr unanständig von der Deutschen Post AG, weil denn das Unternehmen erwirtschaftet jedes Jahr Milliarden Gewinne und ist nicht bereit, die Menschen vernünftig zu bezahlen für die Arbeit, die sie für den Konzern leisten. Knapp 11.000 Subunternehmen arbeiten im Namen der Deutschen Post DHL. Und das lohnt sich für den Konzern. Im Vergleich zwischen Fremdvergabe und Eigenbeschäftigung ist der Einkauf von Leistungen zurzeit zwischen 9% und 41% günstiger. Über die Fremdfirmen spart die Post Löhne und Sozialabgaben. Einige dieser Firmen geben die Aufträge nochmal weiter an Dritte zu noch schlechteren Konditionen. Die Differenz ist der Gewinn. Rechtsanwalt Henner Wolter hat schon vielen Arbeitnehmern geholfen, aus schwierigen Verträgen herauszukommen. Als Professor lehrt er Arbeitsrecht an der Humboldt-Universität. Arbeitsverträge wie der von Jens Hoffmann machen ihn immer wieder wütend. Also das zergeht richtig auf der Zunge, wenn man das liest. Neben den Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen, die der Schwerpunkt dieses Vertrages sind und die an Nichtigkeit und Unwirksamkeit und Sittenwidrigkeit kaum zu überbieten sind, fallen auch einige weitere Klauseln auf, die ebenfalls unwirksam sind, wegen Gesetzesverstoß mindestens. Wenn man das rechnet nochmal, 40 Stunden pro Woche und bis zu 16 Überstunden per Order de Muffi des Arbeitgebers sind 56 Stunden in der Woche, kommen wir auf 4 € pro Stunde. Auf dieses Grundgehalt kommen noch Zulagen. Für die spätere Rente bleibt aber fast nichts mehr übrig, denn die richtet sich nach dem Grundgehalt. Und bei Krankheit fallen alle Zulagen weg. Ein deprimierendes System. Das ist die Praxis und sie wird unter dem Teppich gehalten und sie wird kaum jemals öffentlich diskutiert.
Eigentlich müsste Jens Hoffmann ab Januar 2015 den gesetzlichen Mindestlohn bekommen. Doch bisher hat sich bei ihm nichts geändert. Die Zustände bei Subunternehmen der Deutschen Post stehen schon länger in der Kritik. Kein Subunternehmer, den wir anfragen, ist bereit, mit uns zu sprechen. Aber einer überlässt uns anonym seine Verträge mit der Deutschen Post. Etwa 16 Euro zahlt die Post diesem Subunternehmer umgerechnet pro Stunde für alle Kosten. Gibt der Unternehmer diesen Auftrag mit eigenem Gewinn weiter, bleibt am Ende kaum noch etwas für die Fahrer übrig. Ob das neue Mindestlohngesetz daran etwas ändert, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen. Wir bitten die Post um ein Interview, ohne Erfolg. Stattdessen erhalten wir diese Stellungnahme. Wir haben die Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestlohngesetzes in unsere Vertragsbedingungen aufgenommen und lassen uns die Einhaltung bei jeder Vertragsänderung bestätigen. Ein direkter Eingriff in die Lohnstruktur der Servicepartner ist nicht möglich, da es sich um selbstständige Unternehmen handelt, die in eigener Verantwortung ihren Betrieb leiten. Vorstandschef Appel hat gute Nachrichten. Die Deutsche Post DHL, Ihr Unternehmen, hat letztes Jahr ein sehr zufriedenstellendes, ein sehr gutes Jahr gehabt, in dem wir alle unsere hochgesteckten Ziele erreicht haben. Die Dividende wird erhöht. Und die Strategie für die nächsten Jahre? Jährliche Gewinnsteigerung um 8%. Derweil hat die Führungsspitze angekündigt, 10.000 neue Jobs für Paketzusteller zu schaffen, unter dem Dach eines neuen Firmenverbundes, mit Löhnen, die bis zu 20% niedriger sein werden. Unser Eindruck, ehrgeizige Gewinnziele sind der Post mitunter wichtiger als das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter. Es ist kurz vor Sonnenaufgang. Schichtbeginn für Ingo Schulze. Noch hat er seinen Job, wie lange das so bleibt, ist ungewiss. Auf den Autobahnen tummelt sich zunehmend Billigkonkurrenz. Und die wird von den Auftraggebern auch hierzulande bevorzugt. Diese Entwicklung beobachtet auch der Bundesverband der Logistiker mit Sorge. Wir wissen, dass beispielsweise aus den Beitrittsländern Bulgarien, Rumänien Stundenlöhne von 2 bis 3 Euro üblich sind. Wir haben baltische Länder möglicherweise Monatslöhne zwischen 500 und 600 Euro. Wir haben die Maut, wir haben die Dieselkosten, wir haben die Instandsetzungskosten, das sind alles feste Kosten. Daran kann der Unternehmer nichts machen. Der Unternehmer kann, und das ist fast das Einzige, woran er sparen kann, an den Lohnkosten. Ein Fall für Brüssel. Doch die Politiker scheinen diese Entwicklung verschlafen zu haben. Die Lkw-Fahrer haben eine Europaabgeordnete eingeladen. Sie soll sich die Sorgen der Trucker anhören. Werdet Mitglied in Gewerkschaften. Starke Gewerkschaften vertreten eure Interessen. Ein Mindestlohn auch für osteuropäische Fahrer, so die Forderung. Es ist noch nicht auf der Tagesordnung, was die Lkw-Fahrer betrifft, aber wir müssen da dran, weil eine Branche droht zu sterben in Europa. Und das hätte katastrophale Folgen für die Zukunft. Silvina hat heute einen Sitzplatz. Vor ihr liegt eine Dreiviertelstunde Fahrt nach Bad Hersfeld. Dann 8 Stunden Nachtschicht. Silvina ist Kunstlehrerin aus Spanien, arbeitslos. Jetzt arbeitet sie für 3 Monate im Lager bei Amazon. Eine von gut 5000 Leiharbeitern aus ganz Europa, angekarrt für das große Weihnachtsgeschäft. Der Bus ist pünktlich. Heißt, die Nachtschicht bekommt ihren vollen Lohn. Was passiert, wenn ihr zu spät kommt? Einfach, dass wir bekommen weniger Geld, weil die Uhr sagt, dass wir sind später gekommen. Was ist geschehen? Amazon sucht Aushilfen fürs Weihnachtsgeschäft. Zunächst bei der Arbeitsagentur Bad Hersfeld. Die gibt das Gesuch weiter über den europäischen Stellenaustausch. So kommt das Angebot nach Spanien. Die Arbeiter nehmen den Job an. Doch 2 Tage vor Abfahrt meldet sich Amazon mit dieser E-Mail. Wir sind nicht in der Lage, Ihnen eine Beschäftigung direkt bei Amazon anzubieten. Amazon verweist die Menschen an die Leiharbeitsfirma Trenkwalder. Die Bedingungen seien mehr oder weniger dieselben. Den Vertrag und alle weiteren Informationen erhalten Sie dann in Bad Hersfeld. Dort angekommen wird schnell klar, Trenkwalder zahlt deutlich weniger, als Amazon angeboten hatte.
Kein Kündigungsschutz, stattdessen Druck. Arbeiten im Akkord. Jeder hofft, dass er gut genug ist, um dauerhaft bleiben zu dürfen. Auf die Spur der Leiharbeiter bringt uns diese E-Mail. Wir leben hier mit 150 Wanderarbeitern in einem heruntergekommenen Ferienpark. Die nächste Einkaufsmöglichkeit ist kilometerweit entfernt. Die Menschen werden zu siebt in eine kleine Hütte gestopft und im Keller des Restaurants abgefüttert wie die Schweine. Überall Tafeln für die Arbeiter. Verhaltensregeln, Einkaufszeiten, Essenszeiten. Die Arbeiter dürfen jederzeit und überall kontrolliert werden. Was ist das für ein Sicherheitsdienst? HES Security. Offiziell handelt es sich um eine Abkürzung von Hensel European Security Services. Die Homepage ist gut sortiert. Von paramilitärischen Ausrüstungen über Waffen bis zu Schießtraining. Alles ist hier zu haben. Im Internet präsentieren sich mehrere HES-Mitarbeiter, die der Hooligan-Szene zuzuordnen sind oder einen auffällig rechtsextremen Freundeskreis haben. Inzwischen liegen uns einige Lohnabrechnungen der Leiharbeiter vor. Auf keiner finden wir einen Hinweis, dass Kost und Logis abgerechnet wurden. Aber die Leiharbeitsfirma Trenkwalder übernimmt die Kosten für Unterkunft und zwei kalte Mahlzeiten. So hatte man versucht, den geringeren Lohn zu rechtfertigen. Und diese Leistungen sind normalerweise sozialversicherungspflichtig und auf den Lohnzetteln vermerkt. Wenn ein Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge nicht abführt, dann ist das die klassische sogenannte Schwarzarbeit. Sozialversicherungsbetrug oder Steuertrick? Das Ergebnis ist dasselbe. Wir Beitragszahler subventionieren das Leiharbeitersystem eines Multimilliarden-Dollar-Unternehmens. Was, wenn die Nacht kommt und du weißt nicht, wohin? Was, wenn du nichts hast und viele wollen an dir verdienen? Wann haben Sie das letzte Mal gegessen? Gestern. Gestern? Ja, heute nichts. Wenn es gut geht, schlafen Sie in einer Bruchbude. Wie dieser. Das ist kein Slum in der dritten Welt, sondern Dortmund. Wie groß muss die Not in der Heimat sein, dass man in der Fremde ein so entwürdigendes Leben auf sich nimmt? Dass man an der Straße wartet, um jeden Job zu machen, für jeden Lohn. Wir fliegen nach Bulgarien. Nach dem EU-Beitritt entdeckten viele deutsche Unternehmen den Markt in Bulgarien. Und die Märkte wollten wir. Und die Menschen? Hier leben ungefähr 50.000 Menschen in Roma. Hier sind alles illegal gebaute Häuser, teilweise aus Müll und Schutt. Hier leben kleine Kinder drin und alles. Aber das ist alles Humankapital. Sie können letztendlich alles mit den Leuten machen, was sie wollen, die für ein bisschen Geld. Hier gibt es keine Klos. Hier gibt es keine sanitären Anlagen. Und so leben Menschen. Wir suchen Busse, die nach Deutschland fahren und finden diesen Bus nebst florierendem Busunternehmen. Wir fahren morgen um 5. Ja, nach Deutschland, mit 8 Leuten. Den Chef des Busunternehmens haben auch die Transporte reich gemacht. Ihm gehören alle Häuser ringsum. Überraschend offen erklärt er uns sein Geschäftsmodell. Also, wenn du zu mir sagst, ich brauche 30 oder 40 Leute für irgendeine Arbeit, auf dem Bau, auf dem Feld, kann ich dir genau diese Spezialisten finden, die das gut können. Die sammeln wir dann ein. Schon am Abend fährt noch ein Bus ab, nach Dortmund, Hamm oder Aachen. Dahin, wo sie Arbeit finden, für fast jedes Geld. Wie deutsche Unternehmen profitieren, werden wir in Reda-Wiedenbrück beobachten. Wir fahren zum größten Schweinefleischproduzenten Europas, zu Tönjes, mitten in die deutsche Gesellschaft. Und wieder solche Transporter. Hier arbeiten ganze Arbeitskolonnen von Bulgaren und Rumänen. Keine Roma sind darunter, an diese Jobs kommen sie gar nicht erst ran. Wie schnell kann man eigentlich ein Schwein zerlegen? Die Kolonnen schlachten 16.000 Schweine pro Tag, 25 Millionen im Jahr. Ein großer Teil arbeitet für Subunternehmen mit einem Werkvertrag. Das heißt, Tönjes bezahlt pro Schwein und nicht nach Arbeitsstunden.
Katja kam im letzten Sommer. Bei Tönnies zerlegte sie oft 12 Stunden am Tag, wenn nötig 6 Tage die Woche, bis sie umfiel, schildert sie uns. Ich war ja schon einmal zusammengebrochen und lag im Krankenhaus. Und dann wurde ich wieder krank. Ich habe meinen Chefs gesagt, dass ich zum Arzt möchte, das haben die mir nicht erlaubt. Ich bin dann doch zum Arzt gegangen. Darüber waren die sehr verärgert. Sie sagten mir, wenn du nicht arbeiten kannst, pack deine Sachen und ab nach Bulgarien. Das Geschäft mit den bulgarischen und rumänischen Arbeitskolonnen scheint sich zu lohnen. Tönnies kann jedes Jahr seinen Marktanteil steigern, erzählt man sich stolz in Reda. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Guido Westerwelle. Es geht um die Frage, es ist ein Fehler, Arbeitslosigkeit hochzutreiben, gerade Jugendarbeitslosigkeit hochzutreiben, indem man für ganz Deutschland einen flächendeckenden Mindestlohn festsetzt. Im Gegenteil, Steuern- und Abgabensenkung ist der richtige Weg. Wir werden Viele werden in Jobs vermittelt, wo sie so wenig verdienen, dass sie aufstockend weiter Hartz-IV-Leistungen beziehen. Also die Tatsache, dass wir pro Jahr mehr als 10 Milliarden Euro für aufstockende Hartz-IV-Leistungen ausgeben, das ist ein Riesenskandal, weil es handelt sich hier um ein gigantisches Kombilohnprogramm. Und zwar nicht für alle Arbeitgeber, sondern im Prinzip für die schlechten Arbeitgeber. Denn die, die sich nicht mehr an Tarife halten oder normale Bezahlung, die ihre Leute so schlecht bezahlen, dass sie dann aufstockend Hartz-IV-Leistungen bekommen, die unterstützen wir ja mit Steuermitteln. Das heißt, ein Arbeitgeber, der normal finanziert, der guckt in die Röhre, wenn der sich um einen Auftrag bewirbt, weil der Lohndumper, der kriegt den Auftrag und seine Leute müssen halt in Jobcenter gehen und dort Hartz IV zusätzlich beziehen. Das ist skandalös, weil es führt zu einer Verzerrung auf dem Arbeitsmarkt, die unerträglich ist und die auch die Volks letztendlich schädigt. Am 1. Januar soll er nun endlich kommen, der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn. Das große Versprechen der Großen Koalition. Aber kommt er wirklich für alle? Viele Arbeitgeber haben sich jedenfalls gewappnet und bei der Frage, wie der Mindestlohn möglichst trickreich umgangen werden kann, scheinen der Fantasie offenbar keine Grenzen gesetzt. Offensichtlich geht es nur noch darum, welches der vielen Schlupflöcher am besten genutzt werden kann. Monitor unterwegs als Arbeitgeber auf einem Autohof in Dresden. Wir besuchen ein Mindestlohnseminar eines Branchenverbandes für Lkw-Unternehmer und Spediteure. Der Seminarleiter will uns zeigen, wie wir weiter Niedriglohn zahlen können. Wie man den gesetzlichen Mindestlohn künftig umgehen kann? Der Seminarleiter hat da so eine Idee. Der Trick ist simpel. Für normale Arbeitszeit gibt's 8,50 Euro, aber für Bereitschaftszeiten nur noch 2,55 Euro. Das nächste Beispiel. In einigen Branchen gibt es den Mindestlohn schon heute. Vielleicht auch Tricks, um das neue Gesetz auszuhöhlen? Wir sind in Reda-Wiedenbrück bei Tönnies, dem größten Schlachtbetrieb in Deutschland. Seit 1. Juli müssen alle Beschäftigten in der Fleischbranche nach Mindestlohn bezahlt werden. Arbeiter berichten uns, dass der Mindestlohn seit seiner Einführung immer wieder unterlaufen werde und sie zu wenig Geld erhalten. Offen trauen sie sich nicht vor die Kamera, aber sie zeigen uns ihre polnischen Arbeitsverträge. Darin steht zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber mit der Arbeit unzufrieden ist, wird die Vergütung reduziert. Illegal, sagt der ehemalige Bundesrichter. Lohnminderungsklauseln sind häufiger schon in der Vergangenheit aufgetaucht. Die sind unzulässig und die dienen an sich nur der Verschleierung, dass man einen Mindestlohn aus dem Weg gehen will. Das polnische Subunternehmen erklärt uns, dass man diese Klausel nicht anwende. Auch sonst würden alle Arbeitsstunden voll vergütet. Tönnies gibt an, von den Vorwürfen nichts zu wissen. Der Mindestlohn kommt. Und manche Arbeitgeber scheinen dafür bereits bestens gewappnet. Eine freie Mitarbeiterin packt aus. Ihr Arbeitgeber, ein großer deutscher Verlag, führt keine Sozialabgaben für sie ab. Seit Jahren. Das ist Sozialbetrug. Deshalb möchte sie unerkannt bleiben. Der Trick? Sie wird vom Verlag als freie Journalistin abgerechnet. Ihr Arbeitsalltag ist der einer festangestellten Redakteurin. Genau so funktioniert Scheinselbstständigkeit. Ich arbeite nur für diesen Verlag. Ich habe überhaupt keine Zeit, was anderes zu machen. Es sind 6-7 Tage die Woche teilweise. Mit Überstunden, die überhaupt nicht abgerechnet werden.
Die Betroffenen reden über diese Problematik deswegen nicht offen, weil es schlicht und einfach für sie häufig keine wirtschaftliche Alternative gibt. Auf Scheinselbstständigen lastet ein hoher Druck. Beim Hamburger Abendblatt haben jahrelang feste und freie Journalisten nebeneinander gearbeitet. Dann hat der neue Besitzer die Funke Mediengruppe aufgeräumt. Nach 10 Jahren müssen Kollegen auf einmal gehen. Ohne jede Kündigungsfrist. Sie sind eben frei. Festangestellte Journalisten genießen Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und bekommen Urlaubsgeld und vieles mehr. Und der Arbeitgeber zahlt 50% der Renten, Kranken- und Pflegeversicherung. Freie Mitarbeiter, die oft denselben Job machen, müssen 100% ihrer Sozialversicherung selbst zahlen. Und sie haben eben keinerlei Kündigungsschutz. Für die Verlage ist es natürlich wirtschaftlich viel interessanter, freie Mitarbeiter zu beschäftigen, weil sie keine Fixkosten aufbauen, die Leute von jetzt auf gleich vor die Tür setzen können. Und außerdem müssen sie ja keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Medienhäuser prellen dabei nicht nur die Journalisten. Scheinselbstständigkeit ist Sozialbetrug. Harte Arbeit für nur 300 Euro im Monat. Der Mindestlohn sollte das verbessern, doch ausgerechnet sie wird ihn nicht bekommen. Die Zeitungsausträger sind erstmal ausgenommen bis 2017 als einzige Branche. Ich verstehe es einfach nicht. Bei mir arbeiten genauso wie die anderen auch. Statt 8,50 Euro Mindestlohn gibt es für die Zeitungszusteller im nächsten Jahr nur 6,38 Euro pro Stunde. 2 Stunden später beginnt Bernd Kleinschmidt in Stuttgart seine Tour. Bislang bekommt er einen Stücklohn, umgerechnet rund 7,50 Euro pro Stunde, sagt er. Durch die Ausnahmeregel verdient er nächstes Jahr weniger. Wir treffen den SPD-Bundestagsabgeordneten Klaus Bartel. Die Verleger nutzen natürlich die Tatsache, dass Politikerinnen und Politiker besonders darauf angewiesen sind, in der Presse positiv behandelt zu werden. Ein anderer Bundestagsabgeordneter erzählt uns, wie er unter Druck gesetzt wurde. Da kam der Chefredakteur des Wochenblatts in meinem Wahlkreis auf mich zu und sagte ganz offen, der Mindestlohn rechne sich nicht für seine Zeitung. Deswegen sollte ich mich dagegen positionieren. Und wenn ich mich nicht gegen den Mindestlohn ausspreche, dann würde ich eben bis zur Wahl im Blatt nicht mehr stattfinden. Nur noch mein Kontrahent von der CDU. Das Bundesarbeitsministerium lehnt ein Interview ab. Schriftlich teilt ein Sprecher mit, vor dem Hintergrund der Pressefreiheit werde den Besonderheiten dieser Branche Rechnung getragen. Für den Sozialwissenschaftler Professor Stefan Sell sind diese Argumente vorgeschoben. Also, dass die Pressefreiheit durch den Mindestlohn gefährdet wird, das ist eine nicht nur skurrile, sondern völlig unsinnige Argumentation. Es gibt eine Menge Verlage, die Renditen im zweistelligen Prozentbereich erwirtschaften. Und noch einer Branche hat die Politik Zugeständnisse gemacht, der Landwirtschaft. Den Mindestlohn konnten die Bauern zwar nicht verhindern, aber dafür haben sie einen schönen Ausgleich bekommen. Saisonarbeiter können die Landwirte vorerst deutlich länger beschäftigen, ohne Sozialabgaben zu zahlen. Zuerst aber zu der Erfolgszahl des Tages. 3,02 Millionen. Das ist der niedrigste Arbeitslosenstand in einem Februar seit 1991. Klingt toll, was dabei aber nicht erzählt wird, es ist eine verlogene Statistik. Kranke, alte 1-Euro-Jobber, sie alle tauchen darin nämlich nicht auf. Insgesamt beziehen über 6 Millionen Menschen in Deutschland Sozialleistungen und viele von ihnen würden alles dafür tun, um aus dieser Armut herauszukommen. Aber wehe, sie engagieren sich zu viel oder kümmern sich sogar um einen Berufsabschluss. Dann nämlich droht ihnen alles genommen zu werden. Hartz IV macht's möglich. Es ist ein System, das jeden bestraft, der aus eigener Kraft da raus will. Ein Hartz-IV-Empfänger bekommt ohne Wohnzuschuss 399 Euro im Monat, das absolute Existenzminimum. Macht er eine Ausbildung und braucht Unterstützung, bekommt er sogar 50 Euro weniger. Und wer über 30 ist oder andere Kriterien nicht erfüllt, der bekommt schlicht gar nichts. Auf der einen Seite hat man allein seit 2011 die zur Verfügung stehenden Mittel für Fördermaßnahmen um über die Hälfte gekürzt. Und die Fördermaßnahmen, die man jetzt noch macht, sind oftmals von äußerst hanebüchener, ich will sogar sagen, teilweise schwachsinniger Qualität. Und was tut die Bundesregierung? Ein Interview gibt uns Arbeitsministerin Andrea Nahles nicht.
Schriftlich räumt das Ministerium auf Anfrage Sicherungs- und Förderlücken ein, die man schließen wolle. Über 10 Jahre sind die Hartz-IV-Gesetze jetzt alt. Schön, dass es dem Arbeitsministerium so langsam auffällt, dass es da gewisse Förderungslücken gibt. Neuer Rekord. 1 Million Sanktionen bei Hartz-IV-Empfängern innerhalb eines Jahres. Wer ein Jobangebot ablehnt, dem können die Hartz-IV-Leistungen gekürzt werden. Beim ersten Mal gibt's 30% weniger. Bei wiederholten Pflichtverletzungen kann das Arbeitslosengeld komplett entfallen. Und wer unter 25 Jahre alt ist und ein Jobangebot ausschlägt, der bekommt noch schneller nichts. Schreiner, worum geht's dann bei Sanktionen? Geht's darum zu bestrafen oder geht's darum zu motivieren oder bringt es gar nichts? Also sie werden ja eher als Bestrafung interpretiert. Wenn der Grund, der zu einer Sanktion führt, entfällt, bleibt die Sanktion zunächst mal aufrechterhalten. Das zeigt, dass es weniger ein Integrationsinstrument ist als ein Bestrafungsinstrument, um Druck auszuüben. Wenn man sich anschaut, die Entstehungsgeschichte von Hartz IV, es ist gesagt worden, damals beim Arbeitslosenhilfebezug, die Verweildauer in der Arbeitslosenhilfe ist zu lange, weil die Regelungen zu üppig sind. Es wurde also unterstellt, da macht man sich relativ bequem. Und dann passierten 3 Dinge. Kürzung des Arbeitslosengeldbezuges, Verschärfung der Zumutbarkeitsregelung, jede Arbeit ist zumutbar, und Verschärfung der Sanktionsregelungen, es wird alles stramm sanktioniert. Ich kenne Untersuchungen, die jetzt sich damit mit der Frage auseinandersetzen, mit den Bezugszeiten vor Hartz IV und den Bezugszeiten nach Hartz IV. Also damals Arbeitslosenversicherung, heute Arbeitslosengeld II. Das sind die vergleichbaren Sachverhalte. Man traut seinen eigenen Augen nicht. Die heutigen Verweildauer im Arbeitslosengeld II Bezug ist im Durchschnitt 13 Monate. Damals waren es im Arbeitslosenversicherungsspektrum waren es 12 Monate. Mit anderen Worten, der ganze Druck auf die Leute ist völlig verpufft. Es muss andere Gründe für Arbeitslosigkeit geben als die fehlende Bereitschaft. Das war ja immer unterstellt. Und wenn Sie zu Beginn die Zahlen eingespielt haben, 55% der Deutschen sind der Auffassung, die Leute machen eigentlich zu wenig, steht im völligen Widerspruch zur Realität. Ich glaube, das kann man als Zwischenfazit hier erstmal feststellen, dass fast 97% der Betroffenen sich völlig korrekt verhalten. Und bei den übrigen gut 3% sind es zum geringeren Teil Leute, die Arbeit ablehnen. Und wenn sie Arbeit ablehnen, müsste man noch darüber reden, ob das nicht möglicherweise auch Gründe hat. Also wenn ich in der Situation wäre und eine Arbeit angeboten bekomme mit einem Stundenlohn von 3,50 Euro, genau wissend, das ist ein Hungerlohn, von dem kann ich nicht leben, würde ich mir sehr stark überlegen, ob ich eine solche Arbeit zu Hungerlöhnen annehme. Ich kann junge Leute verstehen, die dann sagen, dann lieber doch nicht. Leute, wenn ihr meine Leistung wollt, dann bezahlt sie auch anständig. Am 14. März 2003 erblickte sie das Licht der Welt, die Agenda 2010. Ein Wunschkind von Gerhard Schröder und seinem Dudesfreund Peter Hartz. Heute ist die Kopfgeburt der ehemaligen Bosse 10 Jahre alt und es sieht nicht so aus, als wenn die Kinderkrankheiten ausgestanden sind. In den Sozialgerichten des Landes stapeln sich die Klagen derer, die seit Einführung der Hartz-IV-Regelsätze finanziell nicht mehr klarkommen. 42.000 unerledigte Fälle stapeln sich im Sozialgericht. Die Wachtmeister stempeln jährlich ungefähr 2,4 Millionen Blatt Papier. 30.000 Widersprüche und Klagen laufen pro Jahr durch ihre Hände. 8 Jahre in Kraft und immer noch ein bürokratischer Super-GAU. Die Hartz-IV-Gesetze wurden schon 60 Mal geändert und sind teilweise komplizierter als das Steuerrecht. Kein Wunder, dass da kaum noch jemand durchblickt. Und so sind beim Berliner Sozialgericht seit 2005 170.000 Klagen eingegangen. Ein Dauerproblem sind die Mieten. Die steigen in Berlin offenbar schneller, als die Jobcenter reagieren können. Hartz IV hat das Sozialgericht völlig auf den Kopf gestellt. Wir hatten 2005 rund 55 Richter, jetzt sind es 130, also deutlich mehr als doppelt so viel. Um alle Fälle zu erledigen, müsste das Gericht außerdem noch ein Jahr lang schließen. 399 Euro monatlich, so viel sollen Hartz-IV-Empfänger erhalten. Doch die Praxis zeigt, viele bekommen oft deutlich weniger als den Betrag, den die Politik selbst als Existenzminimum definiert. Aus einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage der Linksfraktion geht hervor, dass betroffenen Langzeitarbeitslosen im Schnitt nur knapp 300 Euro monatlich ausgezahlt wurden, also rund 100 Euro weniger. Der Grund sind Sanktionen, die verhängt werden, wenn Hartz-IV-Bezieher Arbeits- oder Ausbildungsangebote der Jobcenter ablehnen.
Wir werden das Früher baute Bernd Hennemann Zirkuszelte auf und Kirmesbuden. Schausteller war er. Aber jetzt hat er schon lange keinen Job mehr und muss deshalb von Arbeitslosengeld 2 leben. Und das wurde ihm auch noch gestrichen. Komplett. Eine Kürzung um 100% wegen der Verletzung seiner Mitwirkungspflicht. Weil er einen Eurojobs nicht machte, setzte ihn das Jobcenter Dortmund Mitte August auf 0 Euro. Wie Bernd Hennemann wurden 2011 10.000 Menschen von ihrem Jobcenter total sanktioniert. Über mindestens 3 Monate. Leben 100% unter dem Existenzminimum. Der Vermieter hat ihn einfach vor die Tür gesetzt. Wie lange waren Sie jetzt in Verzug mit der Miete? 3 Monate. Haben Sie denn dem Jobcenter gesagt, dass Sie jetzt auf der Straße stehen? Ja, die haben zu mir gesagt, das ist denen egal. Wie konnte das Jobcenter so etwas in Kauf nehmen? Wir vereinbaren ein Interview mit dem Jobcenter. Doch kurz vor dem Termin sagt die Pressestelle das Interview plötzlich ab. Schriftlich heißt es dann, das Sozialgesetzbuch 2 wurde konsequent angewendet. Heute kommt er nirgends mehr unter. Das heißt, draußen schlafen. Wenn jemand wie er kein Geld mehr vom Jobcenter bekommt, kann er zumindest noch Lebensmittelgutscheine erhalten. Doch Herr Hennemann hat seit einem Monat keinen einzigen Gutschein mehr vom Jobcenter bekommen. Die haben gesagt, bei 100% gibt es auch keine Einkaufsscheine mehr. Aber Sie brauchen doch Einkaufsscheine. Haben Sie nicht gesagt, ja, wovon soll ich jetzt mich ernähren? Ja, die haben dann zu mir gesagt, Suppenküche ist ja da. Da gibt es genug Stellen, wo man Essen kriegen kann. Und das würde dann reichen. Bis November war er noch krankenversichert. Aber wer weder Geld noch Lebensmittelscheine bekommt, verliert auch seine Krankenversicherung. Das liegt jetzt alleine an den Essensscheinen. Würde ich jetzt einen Essensschein kriegen? Und wenn ich nur einen kriege, bin ich automatisch weiter versichert. Was machen Sie an Weihnachten? Ich gehe früh schlafen und dann am anderen Tag werde ich wach und dann ist das für mich erledigt. Gut, ich sag mal, zu meiner öffentlichen Kritik kritisiere ich natürlich die Sanktionspraxis innerhalb der Jobcenter primär, weil die Sanktionspraxis ist ein Erpressungsinstrument gegenüber den Erwerbslosen, mit dem ich die Erwerbslosen sozusagen so stark unter Druck setzen kann, dass sie Ängste entwickeln, dass sie sich total verweigern und dass sie tatsächlich unter starker Existenznot nachher leiden. Wir können auch so stark sanktionieren bis hin zur Obdachlosigkeit. Und das ist der Punkt, der springende Punkt, wo ich sage, das geht ganz klar gegen die Menschenwürde dann und natürlich auch gegen den Menschen selbst. Und das darf so nicht sein. Vor diesem Hintergrund muss man sagen, die Sanktionen sind ein richtiges Problem. Und ich möchte gern noch mit einer weiteren mehr aufräumen. Es wird ja häufig der Eindruck erweckt, wer sich wirklich bemüht und sich richtig Mühe gibt, der findet schon eine Arbeitsstelle. Auch hier kann ich wieder einfach die Mathematik bemühen. Wir wissen, und das sind auch wieder offizielle Zahlen der Bundesregierung, wenn man die statistischen Schönfärbereien rausnimmt, kommen auf eine offene Stelle 8 Arbeitssuchende. Das heißt, egal wie sehr sich die 8 anstrengen, von denen müssen 7 leer ausgehen. Also erwerbslos ist nicht ein individuelles Problem, sondern ist ein gesamtgesellschaftliches System. Ich kann nur sagen, Agenda 2010 war ein Sozialstaatsabbau, wie es ihn vorher und nachher in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben hat. Die ganze Ausweitung der prekären Beschäftigung, die verfassungswidrig geringen Sätze von Hartz IV, all das verdanken wir Agenda 2010. Und mich auch überzeugt auch überhaupt nicht die Entwicklung der Arbeitslosenstatistik, weil ich es noch einmal sagen muss, wenn ich aus einem Vollzeitarbeitsplatz 2 Arbeitsplätze mache von jeweils 1/3 Vollzeit, dann habe ich zwar einen Arbeitslosen weniger, weil ja beide, die nur 1/3 Arbeitstag haben, dann nicht mehr als arbeitslos gelten. Die Statistik habe ich verbessert, aber ich habe doch das Problem nicht gelöst, weil ich ja nicht etwa mehr Vollzeitarbeitsplätze geschaffen habe. Die SPD hat geschrieben, Hartz IV habe aus Deutschland ein Wirtschaftswunderland gemacht. Nun, man fragt sich, was das ist, ein Wirtschaftswunderland.
das inmitten eines abgebrannten Europa sozusagen steht. Und das ist der entscheidende Zusammenhang, um den es geht. Hartz IV hat in der Tat in Deutschland die Wirtschaft total verändert, zusammen mit der Agenda, die schon vorher war. Aber Hartz IV war entscheidend dafür, dass Deutschland ein Niedriglohnland geworden ist. Und dieses Niedriglohnland hat ganz unglaubliche Verwüstungen angerichtet, nämlich in Europa, in der Europäischen Währungsunion. Und wer das ausblendet, der ist einfach ein Leugner. Man muss es Leugner nennen. Er leugnet ganz einfache Tatsachen, nämlich dass man in einer Währungsunion, Frau Merkel hat das gerade gesagt, obwohl nicht verstanden sicherlich, aber sie hat es gesagt, in einer Währungsunion kann es nicht unterschiedliche Vorstellungen über Wettbewerbsfähigkeit geben. Das aber war genau der Punkt zu Beginn der 2000er Jahre. Die eigentliche Festlegung von Wettbewerbsfähigkeit wurde durch die Europäische Zentralbank vorgenommen. Man sagte nämlich, wir brauchen ein Inflationsziel von 2%. Und Deutschland hat sich daran nicht gehalten. Deutschland hat es unterboten. Deutschland hat einen Kampf der Nationen geführt, einen Wettbewerb um Marktanteile gegen seine europäischen Partner. Und die hatten natürlich nicht mehr die Möglichkeit, sich wie noch 20 Jahre vorher dagegen zu wehren, indem sie ihre Währung abwerten. Insofern muss man, ist Hartz IV und die Agenda sind wirklich ein Bruch in der Geschichte. Es ist der erste systematische Versuch sozusagen eines Landes, seine Nachbarn in die Ecke zu drängen und damit, um es ganz klar zu sagen, ganz klar und deutlich, und seine Arbeitslosigkeit zu exportieren. Deutschland hat seine Arbeitslosigkeit exportiert. Deswegen steht Deutschland heute relativ gut da und die anderen Länder stehen an der Wand. Nur ist es eine Situation, die man sich wünschen kann? Ist es eine Situation, über die man heute jubeln kann, die man feiern kann? Ich kann nur sagen, wer das feiert, hat keine Ahnung oder er ist einfach unglaublich zynisch. Wir hatten in der alten Bundesrepublik eine relativ soziale Marktwirtschaft. Heute erinnern manche Zustände an Leibeigenschaft oder Sklaventreiber. Da wird jeder Arbeitsschritt überwacht. Ohne Akkord Lohn wird Akkord Arbeit erwartet. Sitzen oder Gespräche mit Kollegen sind verboten. Erleben wir da den Einstieg in eine neue Arbeitswelt, die auch bei qualifizierterer Arbeit um sich greift? Was kommt auf die Steuerzahler zu, wenn Löhne unter dem Existenzminimum durch Sozialleistungen ergänzt werden müssen? Wie werden sich die Renten entwickeln? Günter Wallraff. Wenn man an Zahlen das festmacht, da kann man sagen, 40 Millionen Menschen, das heißt die Hälfte der Bevölkerung, besitzt gerade mal ein Hundertstel des wirtschaftlichen Gesamtvermögens. Das unterste Viertel ist besitzlos oder hat Schulden und der oberen Hälfte verfügen bereits über 99% des Gesamtvermögens. Das heißt, das ist eine so dramatische Entwicklung, dass wir uns relativ gesehen, ja, man kann sagen, auf dem Standard von Rumänien und Bulgarien europaweit befinden. Aber das ist doch eigentlich gar kein Wunder, denn wenn die wirklich großen Vermögen, ich rede da von Milliarden, wenn die nicht mal in ihrem Zuwachs deutlich besteuert werden, von der Substanz ganz zu schweigen, dann muss der Abstand ja zwangsläufig immer größer werden. Sicher sind das politische Vorgaben. Erbschaftssteuer zum Beispiel deutet, dass die ganz Reichen, die auch weniger Kinder haben inzwischen, dass sich diese ganz großen Vermögen in noch weniger Händen konzentrieren und die natürlich über ihre Lobby, das natürlich auch ihre Politiker entsprechend prägen und beeinflussen. 80.000 Menschen in Deutschland verfügen über bereits ein Viertel des Gesamtvermögens. Und der sogenannte Mittelstand, der galt immer als stabilisierende Säule in einer Demokratie, die sind von Abstiegsängsten bedroht. Und es ist wirklich hier etwas im Gange, was besorgniserregend ist und was ja von vielen noch gar nicht wahrgenommen wird. Die Arbeiterbewegung hat ungefähr 150 Jahre lang darum gekämpft, und das Kämpfen kann man manchmal wörtlich nehmen, dass die Bedingungen einigermaßen besser wurden und dass sie einen kleinen Teil des Kuchens bekommen haben. Und man hat den Eindruck, das wird jetzt alles zurückgedreht. Ich meine, man kann wirklich erkennen, dass in vielen Bereichen, ich würde sogar sagen fast mehrheitlich, ein Rückfall in frühkapitalistische Zustände zu beobachten ist, dass das, was eine Arbeiterbewegung, Gewerkschaften erkämpft haben mit Opfern, dass das alles stetig wieder rückgängig gemacht wird und dass die Spaltung der Arbeiterschaft im vollen Gange ist.
Es gibt noch die Stammarbeiter, die noch Tarifverträge haben, die auch in den großen Konzernen noch über Betriebsräte das alles abgesichert haben. Und das wird stetig jetzt durchlöchert über Leiharbeit, dass die gleichen entsprechend manchmal die Hälfte nur noch weniger bekommen und nur noch befristet eingestellt sind. Diese Befristung ist ja auch ein Trick, der durch die Agenda erleichtert wurde. Da haben Schröder, da haben Clement, der Superminister, eigentlich die Seele der SPD, so sehe ich das, ich habe sie auch immer wieder gewählt, die haben die Seele dieser Partei verkauft. Wir, und da schließe ich mich ein, einigermaßen privilegierten Arbeitnehmer, denken oft, dass uns das alles nicht direkt etwas angeht. Aber Sie haben das eben schon angedeutet, die ganzen Aufstocker, die werden ja aus Steuermitteln, und laut Bundesregierung sind das allein im Handel 1,5 Milliarden jährlich, durch Steuermittel aufgestockt. Das heißt, wir Steuerzahler zahlen das, was die Betriebe nicht zahlen. Und wenn diese ganzen Leute, die jetzt nicht vorsorgen können, einfach weil sie nichts haben, wenn die in Rente gehen, dann werden auch wieder wir, die Steuerzahler, zahlen müssen, damit die einigermaßen leben können im Alter. Ja, es wird verlagert, nicht? Die Gewinne werden privatisiert und die Verluste vergesellschaftet. Das hat aber alles auch, das sind Strategien, die schon lange vorbereitet wurden. Wenn ich ein Zitat bringen darf, das war der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, der schon vor Jahren wörtlich sagte, Arbeit ist keine feste Größe, sondern eine Frage von Angebot und Nachfrage und deshalb eine Frage des Preises. Deshalb brauchen wir auf keinen Fall Mindestlöhne. Im Gegenteil, wir müssen die tariflichen Untergrenzen durchbrechen, denn die Arbeitskraft hat einen Preis, wie ihn auch Schweine haben. Im Grunde genommen bedeutet das nichts anderes, als da, wo früher zwei Menschen, vielleicht ältere, eine bestimmte Arbeit verrichteten, dann wird ein Jüngerer eingesetzt, der in der Regel noch befristet ist und der unter Beweis zu stellen hat, dass er doppelt so viel leistet. Andere werden freigesetzt. Das heißt, es ist eine Beschleunigung im Gange, dass in diesen Bereichen, wo das stattfindet, diese sogenannte Arbeitsverdichtung, die nichts anderes ist als ein Auspressen auf noch mehr Profit hin, dass da Menschen so überfordert sind und dass sie oft, ja, zusammenbrechen. Und das ist kein Modekrankheit, Burnout, das ist, sagen Arbeitsmediziner, ein um sich greifendes Phänomen, wo Menschen es eben nicht mehr schaffen, diese Leistung, die abverlangt wird in Konkurrenz zu anderen, noch zu erbringen und dann noch ein Familienleben aufrechtzuerhalten. Ist übrigens kein Zufall, dass Deutschland neben Japan weltweit das Land mit den wenigsten Kindern hat. Eine vergreisende Gesellschaft, wo selbst Kinder eben störend sind, wo Paare ja gar nicht mehr oder das so lange aufschieben, weil ihre Arbeitsbedingungen ein Kind unmöglich machen. Armut in Deutschland stieg 2013 sprunghaft um gleich 0,5 Prozentpunkte von 15 auf 15,5%. Das heißt, 12,5 Millionen Menschen müssen in Deutschland mittlerweile zu den Armen gezählt werden. Das ist, was Armut anbelangt, ein neuer Höchststand in der Bundesrepublik Deutschland. Die aktuellen Daten lassen darüber hinaus, und das war im letzten Jahr noch nicht so deutlich, einen klaren Trend erkennen, dass nämlich die Armut seit 2006 mehr oder weniger kontinuierlich zunimmt, ein gefährlicher, nach oben weisender Trend. Damit ist übrigens auch die noch im letzten Armutsbericht der Bundesregierung getätigte Behauptung, die Schere schließe sich wieder, die Armut bleibe konstant, eindeutig und klar widerlegt. Spätestens in diesem Jahr, 2015, wird die Armutsquote bei Rentnerinnen und Rentnern überdurchschnittlich sein, nicht mehr unterdurchschnittlich. Ein Wort zur politischen Bewertung dieser Befunde. Die Armut in Deutschland, das zeigt unser Bericht, ist hausgemacht. Wir haben es mit einer vollständigen Entkopplung von wirtschaftlicher Entwicklung und Armutsentwicklung zu tun. Wir haben einen zunehmenden gesellschaftlichen Reichtum in den letzten Jahren zu verzeichnen. Wir haben abnehmende Arbeitslosenquoten, aber gleichzeitig zunehmende Armut. Mit anderen Worten, die Armut in Deutschland ist weniger ein wirtschaftliches Problem als vielmehr ein Resultat politischer Unterlassungen. Das muss ganz deutlich gesagt werden. Wir hätten die Möglichkeit, diese Armut zu bekämpfen als fünftreichstes Land auf dieser Welt, aber offensichtlich haben wir
extreme Verteilungsprobleme bei zunehmendem Wohlstand. Hartz IV war ein Reinfall. Was rot-grüne Reformpolitik an Wirtschaftsaufschwung und Entspannung auf dem Arbeitsmarkt bewirkte, hielt sich in engen Grenzen. Gemessen daran aber war der Preis viel zu hoch, den das Land und besonders seine unterprivilegierten Bewohner bis heute zahlen müssen. In keinem anderen Industriestaat wucherte der Niedriglohnsektor so krebszellenartig wie hierzulande. Viele Berufstätige haben kein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mehr, das ihnen Schutz vor elementaren Lebensrisiken bieten würde. Wenn dieser jedoch gegeben ist, leisten sie vielfach Leiharbeit oder Zwangsteilzeit. Das Gesamtarbeitsvolumen der Volkswirtschaft wurde seit der Jahrtausendwende nicht etwa vermehrt, sondern nur anders verteilt, genauer aufgespalten in vielfach prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Da die Reallöhne vor allem im unteren Einkommensbereich zum Teil drastisch gesunken sind und die Lohnquote auf einen historischen Tiefstand gefallen ist, können sich immer mehr Familien immer weniger von dem leisten, was der Mehrheit in unserem reichen Land als normal gilt. In der Krise behauptete sich Deutschland dann aufgrund zweier Konjunkturpakete, eines noch halbwegs intakten Kündigungsschutzes, eines zeitlich verlängerten Kurzarbeitergeldes sowie aufgrund der Arbeitszeit konnten in zahlreichen Betrieben, die es erlaubten, den konjunkturell bedingten Auftragsrückgang abzufedern. Es handelte sich hierbei im Grunde um ein zeitweiliges Außerkraftsetzen der Agenda-Reformen. Dies und der lange Lohnverzicht der Arbeitnehmer haben zwar den Standort D weiter gestärkt, doch das wiederum verschärfte die wirtschaftliche Unwucht zwischen der Bundesrepublik und den Ländern der südlichen EU-Peripherie, Griechenland, Spanien und Portugal, und trug entscheidend zur dortigen Staatsschuldenkrise bei. In sozialer Hinsicht wirkte die Reformpolitik verheerend, weil sie zu einer bis dahin unvorstellbar krassen Verteilungsschieflage bei den Einkommen und Vermögen führte, von der perspektivisch Gefahren für den inneren Frieden und die Demokratie ausgehen. Parteipolitisch war die Agenda 2010 ein totales Fiasko. Sie brach nicht bloß mit dem erfolgreichen kontinentaleuropäischen Sozialmodell, das auf Konsens, Sozialpartnerschaft und Solidarität basiert, vielmehr auch mit uralten Parteitraditionen, was die SPD die Kanzlerschaft, 6 Ministerpräsidentenposten, 1/3 ihrer Mitglieder und die Hälfte ihrer Wählerstimmen kostete. Interessant ist auch, was aus den führenden Reformakteuren geworden ist. Gerhard Schröder suchte sein Heil in der Wirtschaft, die am meisten von seiner Regierungspolitik profitiert hatte. Wolfgang Clement, damals als einziger Fachminister im Kabinett Schröder-Fischer, sowohl an der Entstehung wie an der Umsetzung der Reformagenda beteiligt, übernahm den Vorsitz einer Denkfabrik der weltgrößten Leiharbeitsfirma Adecco, sitzt dem Kuratorium der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft vor und trat schließlich im Wahlkampf für die FDP auf. Den schärfsten Karriereknick erlitt zweifellos Peter Hartz. Er verlor seinen Posten als Personalvorstand von VW und wurde wegen Untreue verurteilt, weil er für Lustreisen von Managern und Betriebsräten verantwortlich zeichnete. Kurzum, es gibt anlässlich des Hartz-IV-Jubiläums keinen Grund zum Feiern. Es sei denn, man gehört zu den wenigen Gewinnern des Reformprozesses, wie zum Beispiel Unternehmer und Aktionäre. Denn natürlich sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse und auf breiter Linie sinkende Löhne die Basis für steigende Profite, hohe Renditen und boomende Börsen.